Südafrika, das Land der Vielfalt. Hier findet man eine ganze Welt in einem Land. Der einzigartige Reichtum an Pflanzen und Tieren zieht den Betrachter immer wieder in seinen Bann. Europäischer Großstadtkomfort und westliche Kultur vereinigen sich hier mit der Ursprünglichkeit des schwarzen Kontinents Afrika. Die Vielfalt an Landschaften ist faszinierend. Sie reicht von ausgeglühten Wüsten über bizarre Hochgebirge mit schneebedeckten Gipfeln bis hin zu traumhaften Stränden mit einzigartigen Sonnenuntergängen. Am Fuße des Tafelberges und an der Südspitze Afrikas liegt Kapstadt oder Cape Town. Eine wunderschöne und kontrastreiche Metropole. Im Zentrum dieser Großstadt pulsiert das Leben. Doch Kapstadts Pulsschlag geht langsamer als der von New York oder Paris. Die gemächliche Geschäftigkeit wird von anderen Großstädtern gerne als Kapkoma bezeichnet. Die Bevölkerung in der Kap-Region setzt sich aus Farbigen aller Schattierungen, Europäern und Südostasiaten zusammen. Rainbow People nennt sich dieses Völkergemisch stolz. Schon zu Zeiten der Apartheid galt Kapstadt als liberaler und toleranter als das übrige Südafrika. Wenig charmante Hochhauskomplexe prägen das Stadtbild ebenso wie die restaurierten alten Gebäude. Auch hier hat sich in den 70er Jahren der Plattenbaustil mancherorts durchgesetzt. Farbenfrohe Straßenhändler und Stände lockern den förmlichen Geschäftsbezirk auf. Das mediterrane Klima macht den Freilufthandel möglich. Trotz der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Situation ist die Lebenslust der Cape Townies ungebrochen und die Lebensqualität im Städtevergleich sehr hoch. Ein Grund dafür, dass diese Stadt immer größere Besucher- und Zuwandererströme anzieht. Der dichte Straßenverkehr macht für so manchen Fußgänger eine Straßenüberquerung zum Abenteuer. Art-Déco-Häuser sowie moderne Hochhäuser überragen viktorianische und kapholländische Bauten aus vergangenen Jahrhunderten und bilden ein abwechslungsreiches Stadtbild. Die Fahrt zur Kapspitze gehört zum Pflichtprogramm eines Kapstadtbesuchs. Das Klima an der Spitze der Landzunge ist rau und ebenso die Brandung. Das südliche Ende der Kap-Halbinsel kann eigentlich mit zwei Spitzen aufwarten, dem Cape of Good Hope und dem noch etwas weiter südlichen und höher gelegenen Cape Point. Keines von beiden Kaps ist wirklich der südlichste Punkt Afrikas. Der liegt etwa 150 Kilometer weiter Richtung Südosten. Dort am Cape Agulhas treffen denn auch erst die beiden großen Meere, der Atlantik und der Indische Ozean, aufeinander. Zumindest haben sich die Wissenschaftler auf diese Sichtweise geeinigt. Für die frühen Seefahrer war jedoch das Kap der guten Hoffnung der Wendepunkt. Erst wenn man dieses Kap der Stürme, wie Bartolomeus Dias es 1488 nannte, passiert hatte, hatte man es geschafft. Beide Kaps liegen im 7800 Hektar großen Good Hope-Teil des Cape Peninsula National Parks.